Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Siedler 7. Ja, es ist wieder soweit, 20 Uhr. Und ich bin gespannt, was denn noch so abgeht heute. Ja, wirklich. Und zwar... Mit diesem Siegpunkt seid ihr auf dem Weg zum Erfolg. Bin ich wirklich sehr gespannt, was heute abgeht. Wir brauchen nur noch 2 Siegpunkte, ja. Und wer weiß denn, wer weiß schon, ob wir nicht dieses Mal den Sieg holen, ja. Wer weiß es schon. Es ist ja schon ziemlich lange her. Aber es kann ja sein, es kann ja sein... Hier wird noch schön fleißig gebaut und ich weiß gar nicht mehr, welche Siegpunkte wir noch brauchen, und zwar Sparfuchs, mindestens 25 Münzen. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie. Und Generalismus, ein Trumpf eurer Armee über 20 Milch neutrale Gegner. Erweist euch als größter Held, erringt den Siegpunkt durch einen Triumph. Eure Armee über 20 nicht neutrale Gegner, übertrefft darin alle eure Widersacher. Im Fall eines Gleichstandes verliert die Siegpunkte beim entsprechenden Besitzer. Hä? Eure Armee über 20. Ja, hat er doch, oder? Hier. Naja. Okay. Der hat schon 11 Münzen. Das ist natürlich nicht so gut. Ökonomie, Gesamteffizienz eurer Wirtschaft bei wenigstens 25 Münzen und liegt höher ist als die eure Widersacher. Gesamteffizienz liegen wir bei 69. Das ist natürlich nicht sehr gut im Moment. Asket gibt euch in Genügsamkeit und verbraucht weniger bessere Verpflegung als eure Widersacher. Dann werdet ihr diesen Siegpunkt im Fall eines Gleichstandes verbleibt. Bla bla bla. Okay, das könnte der auch schon schaffen. Ach nee, hat der ja schon. Asket? Übt euch in Genügsamkeit und verbraucht weniger bessere Verpflegung als eure Widersacher. Ich habe keine Ahnung. Ist aber auch egal. Es gibt nur noch 2 mögliche und die müssen wir jetzt kriegen, ja. Greift 10 Minuten lang nicht. Okay. Das müssen wir jetzt kriegen. Ansonsten haben wir ja nicht gute Chancen. Da müssten wir die ganzen hier auf. Ja. Das ist natürlich nicht so gut. Haben wir? Guck mal, können wir sogar... Das könnten wir sogar... kriegen. Okay. Das machen wir mal. Wir haben ja 80 Fisch oder Brot. Und die 6 Mäntel da, die kriegen wir auch noch hin. Sind ja nicht sehr viele. Wo ist denn die Fischerhütte? Nee, brauchen wir nicht. Ich wollte jetzt eigentlich die, Nein, Pferdzucht, Bäckerei, Papiermühle, Weberei. Ja, die Weberei ist schon kräftig am Werkeln. Brauerei. Radmacherei. Wo ist denn die Weberei? Mann, das ist ein kleines Problem. An der ganzen Sache. Münzträgerei, Buchbinderei. Haben wir überhaupt eine Weberei? Metzgerei, Schneiderei, da. Wie viel produziert denn nicht nach Bedarf immer? Am besten jetzt. Denn wir brauchen jetzt echt viel. So, und was haben wir denn hier an Fisch und Wurst? Haben wir ganz schön viel. Echt Hammer. So, die Radmacherei erstmal nach Bedarf, das ist okay. Wie sieht's denn Bier, ey, die jetzt brauchen die auf einmal nach Bedarf, weil davon haben wir jetzt eigentlich erstmal genug. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Und von der Metzgerei auch erstmal nach Bedarf. Das ist ein erster Schritt, ein ernst zu so. Zu werden. Weiter so. Wisst ihr was?
Obwohl, nee, die kriegt keine Verpflegung, weil das ist ja idiotisch. Ne? So, das können wir abreißen, weil hier wird kein Stein mehr abgebaut. Dann ist das ja hier alles gegesse. Nicht gegesse ist das denn. So. Lagerhaus. Das ist eigentlich ganz gut hier. Warum habe ich denn hier zwei Lagerhäuser? Das verstehe ich nicht. Naja. Und hier noch eins. Das ist ja komisch. Sehr komisch. Da wird schön das Gold gebracht, nicht? So, was ist denn hier? Die Köhlerei, bla bla bla. Das muss alles hier viel zackiger gehen. Habe ich hier direkte Bindung zu meinem Feind? Ah, das ist neutral hier. Wie viel brauche ich? 9 und 2. Mein neuer Auftrag. 8 und 2. Denn das ist ja hier der Mittelpunkt. Und von da, wenn ich den Mittelpunkt habe, ja, dann habe ich erstmal Kontrolle über viele Sachen. Und das wäre halt eigentlich ganz gut, Kontrolle über viele Sachen zu haben. Ja, weil es einfach besser ist. Und warum? Das sind nur 8 Leute und die brauchen so viele. Und hier sind nur... Hier sind mehr als 8 Leute. Hier sind sogar 12 Leute drin. Und da brauche ich nur 9. Das ist komisch. Und hier brauche ich 14 und 3. Und hier brauche ich dann wahrscheinlich auch nur 9 und 2. Das ist komisch. Das macht keinen Sinn. Naja. Okay. Keine Ahnung, warum das so ist. Aber es wird schon seinen Grund haben. Und wir brauchen... Moment, ich baue jetzt erstmal alles hier aus, ja, weil ich habe sowieso genug von dem ganzen Zeug. Kein weiterer Ausbau, das ist schon ausgebaut. Okay. Sieht das alles ein bisschen einheitlicher hier aus. Ist ganz gut. Ganz gut. Mein Gott, und diese Musik einfach, die ist einfach herrlich. Herrlich. Kann ich auch ausbauen. Kann ich auch ausbauen. Auch ausbauen. Auch ausbauen. Und auch ausbauen. So. Wie viel Stein habe ich jetzt noch? Gucke ich mal eben nach. 5. Nee, warte. 65. Okay. Das war es aber wert. Das war es einfach wert. Siegpunkt gewonnen, Sparfuchs. Scheiße. Der hat also schon... Wie viele Münzen hat er jetzt bekommen? Solange eure Armee 20 oder mehr Soldaten hat. Ja, gut. Das... Der hat echt... Das gibt's doch nicht. Der hat echt jetzt seine 25 Münzen. Das gibt's doch einfach nicht. Das gibt's nicht. Wo habe ich denn hier... Ja, hier, die Försterei ist immer noch im Bau. Das gibt's doch nicht. Ich habe einfach so eine große Bauschlange. Geht gar nicht. Ich habe hier muss noch was gebaut werden. So, kann ich auch abreißen. Hier muss was gebaut werden. Da muss was gebaut werden. Da muss was gebaut werden. Da muss was gebaut werden. Es geht so viel Baustellen. Ja, kann man gar nicht haben. Es geht einfach nicht. So, wie viel wird denn hier gerade an... Oder wie viel ist denn hier... Im Lager. Hier ist gar nichts im Lager. Okay. Dann sollten die sich mal beeilen. Denn ich brauche Bücher. Das habe ich alles. Also könnte ich theoretisch fix bauen, wenn die mal fix liefern würden. Aber machen die anscheinend nicht, wie es aussieht. Doch. Perfekt.
Da wird geliefert. Es wird geliefert. Und zwar da. So. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das schaffe. Ja, weil da wird noch was geliefert und na los, na los, na los, los jetzt, jetzt. Ein weiterer Siegpunkt. Hallo? Das ist ein erster Schritt, ein ernstzunehmender jetzt vielleicht? Ja, jetzt. Perfekt. So, und wo sind denn hier meine Goldminen? Da ist ein, da sind meine Goldminen. Perfekt. Hier habe ich ja jetzt wieder Platz, nicht? Guck mal, und hier könnte ich... Perfekt. Das mache ich auch schon direkt hier. Denn jetzt kann ich aus diesem scheiß Gold... Da kann ich jetzt nämlich... muss ich noch irgendwie einen Zwischenschritt da machen? Nee, ne? Okay. Dann mache ich jetzt nämlich aus dem Gold Münzen. Und das so viel wie möglich. Denn ich möchte ja... Hier baue ich am besten noch ein Lagerhaus. Ne, warte, ein Lagerhaus. So, ein Lagerhaus, da. Damit ich auch so schnell wie möglich Nachlieferung bekomme. An die Münzprägerei. Und wenn das jetzt nicht klappt, ja, wenn diese scheiß beschissenen Arbeiter jetzt nicht arbeiten. Also die Arbeiter, die nachbauen, bauen sollen, ja. Dann weiß ich auch nicht. Hier kann ich auch schon wieder abreißen, weil da kein Stein mehr ist. Meine ganzen Steinvorkommen werden einfach ausgebeutet. Mann. Das wird, muss noch ausgebaut werden. Das ist schon mittlerweile ausgebaut. Aber guck mal, jetzt wird das hier ausgebaut. Schön. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Was sind denn hier noch so für... nee, ich möchte eigentlich hier... wo kann ich das denn sehen? Logistik, hier. Konstruktion. Erstmal wird jetzt hier die Kaserne ausgebaut. Dann die Forsthütte. Ach Gott, oh Gott. Da seht ihr mal, was für Bauprojekte ich noch habe. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel. Aber die Kaserne auszubauen, das lohnt sich. Jetzt kann ich nämlich meine Armee etwas ausbauen. Das ist gut. Ich brauche nämlich meine Armee. So, Armee, da, Kaserne. Sollte die nicht ausgebaut werden? Oder so? Hallo? Ist aber komisch. Fortschritt 67%. Ah, jetzt sind wahrscheinlich die Lieferungen, werden jetzt halt wahrscheinlich... Oder? Nicht? Denke mal, die Lieferung wurde geschickt. Schafzucht. Oder was braucht hier? Komisch. Habe ich hier eigentlich schon Brunnen? Ja, gut. Ich wollte schon sagen. Ich wollte ja schon sagen, ne? Aber okay. Wie viel Bier haben sie denn hier schon? 20 Fleisch. Meine Güte. Lagerhaus voll. Okay. Das ist natürlich schlecht. Natürlich so richtig schlecht. So, das breche ich erstmal ab hier. Und ja, wann wird jetzt endlich dieser Scheiß ausgebaut? Ja, das ist doch einfach nicht wahr. Das kann einfach nicht gehen. Das ist einfach dumm. So, dann baue ich einfach hier dran noch eine Münzprägerei. Ja, fertig. Und diese scheiß Goldschmiede, die kann ich auch wegmachen. Obwohl, lieber an dich. So, bauen die jetzt eigentlich auch Gold ab? Das weiß ich gar nicht. Vielleicht bauen die ja gar kein Gold ab. Ich glaube nämlich nicht, dass die Gold abbauen. Da, guck mal, der hat auf einmal Stein.
glaube, die bauen kein Gold ab. Ne. Die bauen kein Gold ab. Komisch. So, dann mache ich das nämlich anders. Brauche ich hier nämlich eine Berghütte hin, die nur... Hallo, so vielleicht, so, so, nicht. Muss doch gehen, hallo. Mann. Wenigstens zwei. So, vielleicht nein. Ich möchte nämlich das... So. Okay. Weil dann kommen hier Geologen hin. Zwei sollten ja erstmal reichen, denke ich. Weil ich mache erstmal da einen Geologen erstmal und dann kann ich immer noch gucken. Kann ich da ja auch einen Geologen und... Naja, ich guck mal. Dann kriegen die jetzt erstmal... So, die Kohle, Köhlerei, die... Ach ne, die, das Kohlebergwerk muss immer noch gebaut werden. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, ja. Diese scheiß Kasernenausbau, ja. Ich brauche keine Armee. Ich habe meine... Mann, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Totale Verschwendung. Das war jetzt Zeitverschwendung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Warum bauen die denn nicht einfach... Ja, das, ich verstehe es nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Arbeitsbereich nicht erreichbar. Warum ist das denn nicht erreichbar? Ich habe keine Ahnung, aber okay. Das gehört dem Bischof. Der hat 10 Leute. Würde ich jetzt mal annehmen. Ich glaube, dann bräuchte ich mehr als 10 Leute. Wenn ich die angreifen wollen würde, dann bräuchte ich mehr als 10. Ich glaube schon. So. Was ist hier mit? Hier brauche ich 14 und 3. Okay. Läuft. 14. 3. So. Ich habe ja sowieso genug Leute. Försterei, Holzfäller, bitte, ja, komm. Jetzt werden die wahrscheinlich hauptsächlich hier Bäume anpflanzen, ja. Dann werde ich das auch mal machen. Ach so, okay. Ah. So. Tada. Hallo. Mach mal was für dein Geld, ey. Das gibt's doch nicht. So, hier werden schon die Geistlichen fröhlich ausgebaut. Das sind ja ganz schön viele, ey. Wie schnell geht das denn? Richtig nice, richtig nice. Und da sind schon 104 Eisenerz, ja. Da ist doch mal gut, dass ich die Eisenschmelze jetzt hier so schnell gebaut habe. Das ist doch... Geht doch gar nicht. Warum wird denn da so... Und hier... Mein Gott. Und da fehlt Eisen, weißt du? Das ist doch typisch wieder. Richtig typisch. Naja. Gebäude errichtet, Holzfällerhütte. Wo denn?
Wo denn? Da ist die Köhlerei entstanden. Ja, endlich. Wuhu. Befestigungsausbau beendet. So, wo ich das gerade höre, ne? Ey, hier wird schon geböllert bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe, das hört ihr jetzt nicht im Hintergrund, aber wir haben jetzt, also heute ist der bei mir der 29. Okay, in 3 Stunden ist der der 30. Ja, aber ist noch der 29. Und ich weiß nicht, warum die ganzen... Ich weiß es einfach nicht, warum die alle schon böllern, ja? Muss das denn sein? Ey. Ne, das geht gar nicht. Wo wir gerade bei Silvester sind, beziehungsweise bei, gut, nicht Silvester, aber wo wir gerade bei Feiern sind, beziehungsweise Neujahr oder sowas, was macht ihr? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Mich würde das wirklich sehr interessieren, was ihr denn macht. Ja. Es würde mich wirklich sehr interessieren. So. Ich habe jetzt so viele, aber trotzdem werden die nicht gebracht. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Erfüll diese Quest. Ja, das versuche ich gerade irgendwie zu machen. Aber irgendwie passiert da nichts. Warum wird denn das nicht gebracht? Ich habe keine Ahnung, warum da jetzt nichts gebracht wird. Ist das schon alles fertig oder was? Oh, der rüstet seine Armee auf. 25 Mann, der macht gleich hier alles. Der macht ja alles platt, ey. Muss eigentlich gar nichts machen. Das finde ich gut. Cool. Aber der bräuchte vielleicht Leute, die ne? Meinen stärksten Gegner würde der da angreifen und das wären die hier. Aber die müssten erstmal das bringen, ja? Das ist doch scheiße. So. Okay. Dann nebenbei auch noch eine Handelsquest laufen. Die aber nicht wirklich gut ist. Nicht wirklich brauchbar. So, Lagerhaus voll, Lagerhaus voll. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Sachen. So, meine Leute haben jetzt 10. Ja, und haben 18. Scheiße. Sollte ich vielleicht noch ein bisschen dazu produzieren, nicht? So, ich habe nämlich keine... Ich habe keine Schwerter mehr. Wo sind meine Schwerter hin? Wie schade. Ihr musstet einen Siegpunkt abgeben. Scheiße. Waffenschmiede, wo? Warum? Ich weiß warum. Weil kein Eisen da war. Aber jetzt ist ja genug Eisen da. Also sollte das ja auch kein Problem sein. Ist nur noch ein Kohleproblem. Ansonsten ist alles perfekt, würde ich behaupten, oder? Kohle wird geliefert, ja. Das ist alles kein Problem. Naja. Wie viele Pullover haben wir denn? Pullover da. Ne, warte, wo ist ein Pullover? Ah, da 31, okay. Können wir erstmal nach Bedarf wieder machen. Das war jetzt eigentlich nur hier für die Produktion, für das Laboratorium, aber irgendwie
wird da nichts geliefert. Und das finde ich komisch. Das finde ich komisch. Handel? Nee. Gebäude? Ich will eigentlich auf Quests irgendwie. Gibt es da nicht irgendwie Technologie? Alter. Der hat einfach mal alles an Technologie. Außer, okay, außer vielleicht das. Aber der hat alles an Technologie. Nee. Scheiße. Okay, Kriegsführung. Nee. Logistik. Prestige. Belohnung. Spielgeschwindigkeit. Nee, das ist alles nicht wichtig. Ich brauche wichtige Informationen. Ja. Wichtige Informationen brauche ich. Aber davon kriege ich irgendwie keine. Also von daher kann ich das irgendwie auch vergessen. Mit dem Gewinnen hier. Wirklich. Das kann ich irgendwo auch vergessen. So, wie viel brauche ich hier? 9 und 2, ne? Gut. Dann produziere ich die mal. 9, 2. Damit ich wieder an den Fronten bin. Und hier die Mitte, so gut es geht, einnehme. Besten kann ich nochmal 9 und 2 machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 4. Okay. Wenn schon gerade die Tür klingelt und da mein Hund bellt, ja, kann ich auch direkt aufhören, denn die halbe Stunde ist schon wieder fast vorbei. Ich sage mit dem Hintergrund bellenden Hund bis auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Siedler 7. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt in dieser halben Stunde. Tschüss.